Die vier großen bekannten Chaosgötter bei Warhammer haben massiven Einfluss auf das Universum und die Geschichten, die in diesem spielen. Sie sind die Gegenspieler des Imperators und haben teilweise sehr interessante Konzepte, Ideen und Wirkung. Dieses längere Video ist die Zusammenfassung meiner Videos über die Götter und ich habe versucht, bei jedem Gott auf ähnliche Themen einzugehen, damit man diese gut miteinander vergleichen kann. Ich wünsche dir sehr viel Spaß und würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Der Imperator beschützt. Nurgle, einer der vier Chaosgötter im Warhammer 40k-Universum, verkörpert Verfall, Krankheit und die zähe Widerstandsfähigkeit des Lebens. Oft als Großvater Nurgle bezeichnet, steht er für die Akzeptanz des Unvermeidlichen, insbesondere des körperlichen Zerfalls und der damit verbundenen Krankheiten. Seine Anhänger sehen in ihm eine Figur der trostspendenden Verwesung und Hingabe, während er in den Augen seiner Feinde die Verkörperung des Ekels und des Untergangs darstellt. Aber wie ist es, wenn man von Nurgle korrumpiert wird? Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und wenn dir das Format gefällt, dann lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Die erste Phase der Korruption durch Nurgle beginnt meistens mit einer Infektion. Diese Krankheiten sind nicht nur physisch lähmend, sondern greifen auch tief in die Psyche der Betroffenen ein, schwächen deren Widerstandskraft und zerstören langsam deren moralisches und körperliches Wohlbefinden. Anfangs äußern sich diese Krankheiten durch fiebrige Zustände, Hautveränderungen und allmählich zunehmende körperliche Verfallserscheinungen. Diese Symptome verschlimmern sich, bis der Infizierte in einen Zustand ständiger Panik gerät, begleitet von Halluzinationen und dem Verlust der Körperkontrolle. Mit fortschreitender Korruption verstärken sich die körperlichen Symptome. Geschwüre, eiterne Wunden und nekrotisches Gewebe verbreiten sich über den Körper, begleitet von einem anhaltenden Gestank der Verwesung. Die betroffenen Personen erleben ständige Schmerzen, während ihr Körper sichtbar verfällt und ihre Gliedmaßen verfaulen. Die Zersetzung bringt jedoch auch eine unnatürliche Widerstandsfähigkeit mit sich. Durch die Annahme von Nurgles Segen wird der Körper widerstandsfähiger gegen weitere Schäden, Krankheiten und sogar den Tod. Dieser körperliche Zerfall führt zu einer tiefgreifenden psychologischen Transformation. Die Betroffenen erleben eine merkwürdige Art der Akzeptanz oder sogar der Freude an ihrem Zustand, beeinflusst von Nurgles Präsenz. Anstatt Widerstand zu leisten, geben sie sich zunehmend ihrer Verwesung hin und empfinden eine makabere Befriedigung in ihrem Leiden. Diese Akzeptanz geht oft einher mit einer verstärkten Hingabe an Nurgle, was zu einer fanatischen Loyalität führt. Nurgles Einfluss geht weit über den physischen Zerfall hinaus und erstreckt sich auf die tiefsten Ebenen des Geistes. Die Betroffenen entwickeln oft eine groteske Form von Wahnsinn, begleitet von Wahnvorstellungen und einer verzerrten Wahrnehmung der Realität. Diese Veränderung fördert eine perverse Freude an der eigenen Zerstörung und der Verbreitung von Krankheiten, was die Opfer weiter in die Arme von Nurgle treibt. Die geistige Transformation beinhaltet auch eine tiefgreifende Hingabe an Nurgle. Die Opfer empfinden nicht nur körperliche Schmerzen, sondern erleben diese Qualen als Zeichen von Nurgles besonderer Gunst. Dies führt zu einem fanatischen Glauben und einer Hingabe, die den betroffenen Personen erlaubt, ihren Verfall nicht nur zu ertragen, sondern aktiv als Teil ihres neuen Seins zu akzeptieren. In einigen extremen Fällen führt Nurgles Korruption zur vollständigen Transformation in ein dämonisches Wesen, bekannt als Dämonenprinzen. Diese Transformation ist sowohl ein physischer als auch ein mentaler Übergang, bei dem der Betroffene seine menschliche Form völlig aufgibt und zu einem reinen Ausdruck von Nurgles Macht wird. Dämonenprinzen von Nurgle besitzen immense Kräfte, die sie zu furchterregenden Gegnern machen. Sie sind in der Lage, Krankheiten allein durch ihre Anwesenheit zu verbreiten und haben eine übernatürliche Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen und Schäden. Ihre bloße Berührung kann Verderben und Verfall verbreiten, was sie zu verheerenden Werkzeugen in Nurgles Plan zur Verbreitung seiner Seuchen macht. Nurgles Einfluss erstreckt sich aber nicht nur auf Lebewesen, sondern auch auf deren Umgebung. Die betroffenen Gebiete verwandeln sich oft in verseuchte, unbewohnbare Landschaften, die von Fäulnis und Krankheiten geprägt sind. Pflanzen und Tiere in diesem Gebiet unterliegen grotesken Transformationen. Pflanzen mutieren zu widerwärtigen Formen, die giftige Sporen absondern, während Tiere abscheuliche Mutationen entwickeln und Krankheiten verbreiten.
Diese Verseuchung erstreckt sich auch auf Wasserquellen und die Luft, die dadurch voller Krankheitserreger sind. Wasserquellen werden in diesen Gebieten giftig und die Luft wird von schädlichen Gasen und Seuchenpartikeln durchdrungen, was das Überleben für Menschen und Tiere nahezu unmöglich macht. Die gesamte Umwelt wird zu einem Spiegelbild von Nurgles Einfluss, wobei alles Lebendige verrottet und zerfällt. Menschliche Siedlungen, die von Nurgles Korruption betroffen sind, verwandeln sich in Ruinen, gezeichnet von Krankheit und Verfall. Gebäude verfallen, Straßen sind voller Fäulnis und die wenigen Überlebenden sind entweder schwer krank oder zu grotesken Kreaturen mutiert. Diese Transformationen führen oft zur Aufgabe oder völligen Zerstörung der betroffenen Gebiete. Die Bevölkerung in solchen Städten wird entweder ausgelöscht oder mutiert schwer. Die Überlebenden, oft schwer gekennzeichnet von Krankheiten, dienen als willige Träger von Nurgles Seuchen. Diese Szenarien zeigen die verheerenden sozialen und infrastrukturellen Folgen von Nurgles Einfluss. Seine Seuchen verbreiten sich durch direkten Kontakt, kontaminierte Flüssigkeiten, Lebensmittel oder auch einfach durch die Luft. Diese Krankheiten können sich dann rasch ausbreiten und ganze Bevölkerung infizieren, was zu großflächigen Epidemien führt. Die Mechanismen der Verbreitung sind sowohl durch physischen Kontakt als auch durch die verseuchte Umwelt äußerst effizient. Die Auswirkungen von Nurgles Seuchen auf die Gesellschaft sind also katastrophal. Ganze Bevölkerungen können ausgelöscht werden und die Überlebenden sind oft so schwer geschädigt, dass ein normales Leben sowieso unmöglich ist. Die Death Guard, eine Legion der Chaos Space Marines, ist bekannt für ihre totale Hingabe an Nurgle. Diese Krieger sind extrem widerstandsfähig, ihre Körper durch Nurgles Gaben entstellt, aber dadurch auch unglaublich stark. Ihr Leben ist geprägt von einem ständigen Zustand des Verfalls und der Verbreitung von Krankheiten, was ihnen paradoxerweise eine immense Stärke verleiht. Neben den Chaos Space Marines gibt es zahlreiche Kultisten und Anhänger, die Nurgle verehren. Diese Kultisten leben oft in ständiger Angst und Qual, aber auch in einer bizarren Form der Ekstase. Ihre Hingabe zu Nurgle manifestiert sich in der Bereitschaft, sich selbst und andere den Seuchen des Chaosgottes auszuliefern. Die Kriegsführung unter Nurgles Banner ist geprägt von zermürbender Ausdauer und der Verbreitung von Seuchen. Die Anhänger nutzen ihre Krankheiten und Verfall gezielt, um ihre Feinde zu schwächen und schließlich zu überwältigen. Diese Taktiken basieren auf der immensen Widerstandsfähigkeit der Death Guard und ihrer Fähigkeit, Krankheiten als Waffe einzusetzen. Die Verbreitung von Seuchen dient nicht nur der Korruption, sondern auch als taktische Waffe auf dem Schlachtfeld. Die Anhänger von Nurgle setzen Krankheiten gezielt ein, um ihre Feinde zu demoralisieren und zu dezimieren. Diese Praxis ist ein integraler Bestandteil ihrer Kriegsführung und zeigt die verheerende Natur von Nurgle. Man kann also sagen, dass die Korruption durch Nurgle ein sehr komplexer, erschreckender und vor allem ekelhafter Prozess ist. Vor allem wird man nicht nur physisch, sondern auch psychisch sehr, sehr, sehr transformiert. Von den ersten Anzeichen der Infektion bis zur völligen Hingabe als zum Beispiel großer Dämon oder Dämonenprinz bietet Nurgles Einfluss eine makabere Sicht auf Verfall und den Tod, die dennoch von einer sehr pervertierten Form der Hoffnung und Hingabe durchdrungen ist. Es ist ein großer Widerspruch eigentlich. Diese Korruption beeinflusst nicht nur Lebewesen, sondern auch ganze Gesellschaften und Umgebungen und zeigt die allumfassende Natur von Nurgles Macht im Warhammer-Universum. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ihm sehr gerne einen Daumen nach oben da und schreib in die Kommentare, was ihr gerne als nächstes hättet. Khorne, einer der vier großen Chaosgötter bei Warhammer. Er verkörpert den Aspekt des Krieges, der Gewalt und des Blutvergießens. Er ist der Herrscher über Zorn und Ehre im Kampf. Seine Anhänger suchen ständige Schlachten und gewaltsame Konfrontation. Ihr kennt ihn alle. Er schreit nach Blut und nach Schädeln für den Schädelthron, was seinen Anhängern unvorstellbare Kraft und einen unstillbaren Durst nach Schlachten verleiht. Khornes Einfluss ist allumfassend in den Augen des Krieges und seine Präsenz wird durch den ständigen Durst nach Gewalt und Blutopfern gespürt. Diese Aspekte machen Khorne zum Inbegriff des Krieges und seine Anhänger sind berüchtigt für ihre fanatische Hingabe an die Schlacht. Anders als bei Nurgle geht es bei Khorne nicht um den langsamen Verfall, sondern um den explosiven Ausdruck von Zorn und Aggression. Aber wie ist es, wenn man von Khorne korrumpiert wird? Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und wenn dir das Video gefällt, dann lass ihm sehr gerne einen Daumen nach oben da. Der Weg zur Korruption durch Khorne beginnt oft mit der Verlockung durch Blut und Zorn. Dies manifestiert sich zunächst als unkontrollierbare Wut und der Wunsch nach Gewalt.
Die betroffenen Individuen beginnen immer häufiger aggressive Handlungen zu begehen, sei es in persönlichen Konflikten oder auf dem Schlachtfeld. Diese Anzeichen verstärken sich mit der Zeit und führen zu einem Zustand, in dem Gewalt zur bevorzugten Lösung aller Probleme wird. Zu Beginn mag die Korruption durch Korn subtil erscheinen, mit kleinen Ausbrüchen von Zorn und unkontrollierten Wutausbrüchen. Doch diese Aggressionen eskalieren schnell, indem die Betroffenen beginnen, einen krankhaften Genuss an der Gewalt zu entwickeln. Der Wunsch, Blut zu vergießen, wird immer stärker und einfache Konflikte verwandeln sich in brutale Auseinandersetzungen. Dieser wachsende Hunger nach Blutvergießen führt dazu, dass die Betroffenen immer öfter und immer brutaler kämpfen. Die Freude am Töten und die Ehre, die sie durch gewaltsame Siege erlangen, treiben sie tiefer in Korns Einfluss. Ihre Gedanken sind zunehmend von Schlachten und der Vorstellung, ihre Gegner zu zerschmettern, beherrscht. Korns Einfluss manifestiert sich nicht nur im Geist, sondern auch im Körper der Betroffenen. Diese erleben oft physische Transformationen, die sie stärker und widerstandsfähiger machen, aber auch grotesk und furchterregend. Muskeln schwellen an, Reflexe werden schärfer und die Haut kann oft mit Symbolen Korns überzogen sein. Diese körperlichen Veränderungen machen sie zu furchterregenden Kriegern, die bereit sind, jeden Moment in den Kampf zu stürzen. Neben der gesteigerten physischen Kraft entwickeln manche auch Mutationen, die ihre Fähigkeit zu kämpfen weiter verstärken. Hörner, Klauen und verstärkte Kiefer sind einige der Manifestationen, die Korns Anhänger erleben können. Diese Veränderungen spiegeln Korns Vorliebe für brutale Gewalt wider und machen seine Anhänger zu gefährlichen Gegnern auf dem Schlachtfeld. Ein gutes Beispiel sind da die verschiedenen Variationen der Achtgebundenen bei den World Eaters. Korns Anhänger legen großen Wert auf ihre Waffen und Rüstung, die oft von der Energie des Chaos durchdrungen sind. Diese Ausrüstung ist nicht nur praktisch, sondern auch symbolisch für ihre Hingabe an Korn. Sie sind oft mit Blut bespritzt und mit Symbolen des Chaosgottes verziert, was ihre unstillbare Lust auf Gewalt und Blutvergießen demonstriert. Aber auch die psychischen Veränderungen, die Korns Anhänger erleben, sind tiefgreifend. Sie werden zunehmend von einer Besessenheit nach Gewalt und Zerstörung beherrscht. Diese Besessenheit äußert sich in einem unstillbaren Drang, Blut zu vergießen und in einem Zustand ständiger Kampfbereitschaft. Gedanken an Gewalt und Krieg dominieren ihre Psyche, verdrängen alle anderen Emotionen und führen sie immer tiefer in Korns Einflussbereich. Diese Besessenheit führt zu einem völligen Verlust des Mitgefühls und der Empathie. Korns Anhänger betrachten andere Menschen nur noch als potenzielle Gegner oder Opfer. Freundschaften und familiäre Bindungen verlieren ihre Bedeutung und der Wunsch, in Kämpfen Blut zu vergießen, überschattet alle anderen Bedürfnisse und Beziehungen. Diese Transformation macht sie zu Einzelgängern, die nur durch ihre unstillbare Lust nach Blut und Tod verbunden sind. Auch in den sozialen Strukturen der betroffenen Gemeinschaften zeigt sich Korns Einfluss. Kulturen, die von Korns Korruption betroffen sind, wandeln sich zu kriegerischen Gesellschaften, in denen Stärke und Gewalt über allem stehen. Kriegerische Fähigkeiten und Tapferkeit im Kampf werden zu den höchsten Tugenden erhoben und das Überleben hängt oft von der Fähigkeit ab, sich ständig im Kampf zu behaupten. Korns Korruption kann zur Transformation von normalen Soldaten in Chaoskrieger führen, die oft als Berserker bezeichnet werden. Diese Krieger sind die Verkörperung von Korns Willen, ausgestattet mit übermenschlicher Stärke und, ja, einem unstillbaren Durst nach Blut. Sie sind in der Lage, unglaubliche Zerstörung anzurichten und sind unaufhaltsam in ihrem Bestreben, Korns Gunst zu gewinnen. Die Berserker sind besonders bemerkenswert für ihre Fähigkeit, in eine Raserei zu verfallen, die als Berserkerwut bekannt ist. In diesem Zustand verlieren sie jede Selbstkontrolle und geben sich völlig ihrem Verlangen nach Gewalt hin. Diese Raserei macht sie zu unberechenbaren und extrem gefährlichen Kämpfern, die ihre Feinde mit brutaler Gewalt und gnadenloser Effizienz niedermetzeln. Die Gebiete, in denen Korns Anhänger operieren, sind oft von den Spuren erbitterter Kämpfe und Zerstörung geprägt. Schlachtfelder werden von den Überresten blutiger Auseinandersetzungen übersät und die Umgebung leidet unter den Auswirkungen der ständigen Gewalt. Diese verwüsteten Landschaften sind ein klares Zeichen von Korns Einfluss und Zeugen von der endlosen Blutlust seiner Anhänger. In den von Korns Anhängern beherrschten Gebieten herrscht ein Klima ständiger kriegerischer Auseinandersetzung. Die Menschen in dieser Region sind oft in dauerhaften Konflikten verwickelt und das tägliche Leben ist geprägt von der ständigen Bedrohung durch Gewalt. Diese kriegerische Umwelt spiegelt Korns Wesen wider und verstärkt die Bereitschaft seiner Anhänger, sich in immer neue Kämpfe zu stürzen. Das führt oft dazu, dass soziale Strukturen niedergemacht werden und dass sich sogenannte Kulte des Krieges entwickeln. Dort werden kriegerische Fähigkeiten verehrt, die Teilnahme an Schlachten wird zu einer heiligen Pflicht.
Die Menschen messen ihren Wert und ihre Ehre an ihrer Fähigkeit, im Kampf zu bestehen und Feinde zu vernichten. Diese Kulte fördern einen ständigen Zustand der Gewalt und des Krieges, der dann das gesamte gesellschaftliche Leben dominiert. Das führt außerdem zu einer sehr starken Militarisierung. Das tägliche Leben wird von Kriegsvorbereitungen und Schlachten dominiert und die gesamte Gesellschaft ist auf ständigen Kampf ausgerichtet. Öffentliche Plätze werden zu Trainingsgeländen und Arenen und die Stadtmauern sind oft mit den Schädeln der besiegten Feinde geschmückt. In solchen Städten sind Berserker oft an der Spitze der Hierarchie und führen die Bewohner in den Krieg. Diese Krieger werden verehrt und gefürchtet, ihre blutige Raserei dient als Inspiration und Schrecken zugleich. Ihr Einfluss prägt die Gesellschaft tiefgreifend, indem sie den Kult der Gewalt und des Blutvergießens fördern. Die World Eaters, eine Legion der Chaos Space Marines, sind berüchtigt für ihre totale Hingabe an Khorne. Diese Krieger sind bekannt für ihre brutale Effizienz und ihren unstillbaren Durst nach Blut. Ihr Leben ist geprägt von endlosen Schlachten und der ständigen Suche nach Ehre und Ruhm im Kampf. Sie verkörpern Khorns Ideale und sind bereit, für die Ehre ihres Gottes jede Form von Gewalt anzuwenden. Neben den World Eaters gibt es zahlreiche Kultisten und Anhänger, die Khorne verehren. Diese Individuen leben oft in einem Zustand der Bereitschaft zum Kampf und suchen in jeder Situation die Möglichkeit, Blut zu vergießen. Ihre Hingabe zu Khorne zeigt sich in ihrer Bereitschaft, sich selbst und andere in blutigen Schlachten zu opfern. Die Kriegsführung unter Khorns Banner ist geprägt von roher Gewalt und gnadenloser Effizienz. Die Anhänger nutzen ihre unglaubliche Kraft und ihre fanatische Hingabe, um ihre Feinde in blutigen Kämpfen zu überwältigen. Diese Taktiken basieren auf der unaufhaltsamen Wut der World Eaters und ihrer Fähigkeit, Feinde ohne Rücksicht auf Verluste zu zerschmettern. Oder auch manchmal ihre eigenen Leute. Ich schaue da ganz genau auf dich, Khan. Die World Eaters und andere Anhänger von Khorne messen ihren Erfolg im Krieg an der Menge des vergossenen Blutes und der gewonnenen Schädel. Diese Praktiken spiegeln Khorns Ideale wider und führen zu einer Kriegsführung, die von unglaublicher Brutalität und der ständigen Suche nach Ehre im Kampf geprägt ist. Und mit etwas Glück kann man sogar noch aufsteigen. Der Aufstieg zum Dämonenprinzen ist der ultimative Ausdruck von Khorns Gunst. Diese Transformation ist sowohl qualvoll als auch erhaben und bedeutet das völlige Aufgeben der menschlichen Form. Die betroffenen Individuen werden zu mächtigen Instrumenten von Khorns Willen, ausgestattet mit übernatürlichen Kräften und der Fähigkeit, unendliche Zerstörung zu verbreiten. Das Leben als Dämonenprinz ist geprägt von unfassbarer Macht und Hingabe. Diese Wesen verbreiten Krieg und Zerstörung und dienen als direkte Agenten des Chaosgottes. Ihre Rolle ist es, den Einfluss von Khorne im Universum auszudehnen. Die Korruption durch Khorne ist also ein intensiver und destruktiver Prozess, der sowohl physische als auch psychische Transformation umfasst. Von der ersten Wutattacke bis hin zur völligen Hingabe als Dämonenprinz bietet Khorns Einfluss eine makabere Sicht auf Gewalt und Krieg, der von einer perversierten Form der Ehre und Hingabe durchdrungen ist. Diese Korruption beeinflusst nicht nur einzelne Leute, sondern auch ganze Gesellschaften und Umgebungen und zeigt die allumfassende Natur von Khorns Macht im Warhammer-Universum. Also, Schädel für den Schädelthron. Slaanesh, der jüngste der vier großen Chaosgötter im Warhammer 40k-Universum, repräsentiert die Extreme der Sinneslust und Exzesse. Auch bekannt als der Prinz der Ausschweifung ist Slaanesh der Gott der Lust, der Extravaganz und der Perfektion in allen Formen. Seine Anhänger suchen nach der ultimativen Erfahrung, sei es durch Kunst, Kampf, Sinneslust oder Schmerz. Diese Besessenheit führt oft zu einer Spirale des Verderbens und der Zerstörung, da die ständige Suche nach immer intensiveren Empfindungen schließlich die Grenzen der menschlichen Erfahrung sprengt. Slaaneshs Einfluss reicht tief in die Psyche seiner Anhänger, indem er ihre tiefsten Wünsche und Bedürfnisse anspricht. Der Pfad der Verderbnis durch Slaanesh ist eine Reise durch die Extreme von Lust und Schmerz, die letztendlich die Seele und den Körper verzehrt. Ach ja, und ich muss noch mal schauen, was ich so an Artworks einblenden kann und was nicht. Ich glaube, ihr wisst wieso, und viele Artworks verstoßen leider gegen die Richtlinien von YouTube und TikTok. Aber naja. Jetzt viel Spaß. Der Weg zur Korruption durch Slaanesh beginnt oft mit dem Streben nach immer intensiveren Freuden und Empfindungen. Diese Verlockung manifestiert sich zunächst als Wunsch, das Alltägliche zu überwinden und außergewöhnliche Erfahrungen zu sammeln. Individuen, die anfällig für diese Verlockung sind, fühlen sich von Slaaneshs Versprechen von ekstasischer Freude und vollkommener Erfüllung angezogen. Zu Beginn mag die Korruption subtil erscheinen. Ein Musiker mag nach der perfekten Melodie streben, ein Künstler nach der ultimativen Schönheit oder ein Krieger nach dem aufregendsten Kampf.
Diese Suche nach Perfektion und Extremempfindung wird schnell zu einer Besessenheit, die alle anderen Aspekte des Lebens überschattet. Slaanesh flüstert zu diesen Seelen und spricht von grenzenlosen Freuden und Erfüllung, was ihre Sehnsucht weiter stärkt. Mit der Zeit wird die Suche nach Lust und Ekstase intensiver. Die Betroffenen beginnen, immer extremere Mittel zu suchen, um ihre Wünsche zu erfüllen. Der Drang nach immer neuen und stärkeren Reizen führt zu einer Spirale der Dekadenz und des Exzesses. Die Erfüllung der Begierden wird zu einer treibenden Kraft, die alle Aspekte ihres Lebens durchdringt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, bin ich der Einzige, der bei Slaanesh irgendwie Parallelen zu Berlin zieht? Ich weiß ja nicht. Dieser Weg führt oft dazu, dass die Betroffenen moralisch und soziale Normen brechen. Ihr Streben nach Lust wird zur Ketzerei, da sie bereit sind, jede Grenze zu überschreiten, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Hemmungslosigkeit wird von Slaanesh ermutigt, der seine Anhänger dazu bringt, sich völlig ihren Begierden hinzugeben und die Konsequenzen zu ignorieren. Sein Einfluss führt zur physischen Transformation, die sowohl verführerisch als auch grotesk sein können. Diese Veränderungen manifestieren sich oft als übernatürliche Schönheit, die von einer Aura der Verführung begleitet wird. Die Haut der Betroffenen kann makellos und glänzend erscheinen, während ihre Sinne auf ein übermenschliches Niveau geschärft werden. Diese Verwandlungen machen sie unwiderstehlich attraktiv und verlockend für andere. Die Betroffenen entwickeln oft übernatürliche Fähigkeiten, die mit ihren verstärkten Sinnen einhergehen. Sie können Farben und Klänge intensiver wahrnehmen, Schmerzen und Freude stärker empfinden und selbst die feinsten Nuancen von Aromen und Texturen unterscheiden. Diese verstärkten Wahrnehmungen verstärken ihre Suche nach immer neuen und intensiveren Empfindungen und machen sie empfänglich für weiteren Einfluss von Slaanesh. Neben diesen eher ästhetischen Transformationen können aber auch komische Mutationen auftreten. Einige Betroffene entwickeln zusätzliche Gliedmaßen, Tentakel oder anderwärtige abnormale Körperteile, die oft symbolisch für ihre verderbten Wünsche stehen. Diese Mutationen sind oft eine Mischung aus Schönheit und Schrecken, die den verführerischen und zugleich furchterregenden Charakter von Slaanesh widerspiegeln. Seine Anhänger neigen dazu, sich selbst und ihre Umgebung mit exquisiten und extravaganten Schmuckstücken und Dekorationen zu verzieren. Diese Obsession für Ästhetik und Schönheit ist ein Ausdruck ihrer Hingabe und ihrer Suche nach äußerster Perfektion in allem, was sie tun. Der Drang nach Luxus und Pracht wird zu einem zentralen Bestandteil ihrer Identität. Die psychischen Veränderungen, die durch Slaaneshs Einfluss verursacht werden, sind tiefgreifend. Die Betroffenen werden zunehmend von einer Besessenheit nach Lust und Ekstase beherrscht. Diese Besessenheit führt zu einem unstillbaren Drang, ihre Wünsche zu erfüllen. Egal welche Konsequenzen dies haben mag, Gedanken an Vergnügen und Ekstase dominieren ihre Psyche und verdrängen alle anderen Bedürfnisse und Emotionen. Diese Besessenheit führt zu einem völligen Verlust von Hemmungen und moralischen Schranken. Die Anhänger sind bereit, jede Grenze zu überschreiten, um ihre Begierde zu befriedigen. Sie verlieren jegliches Gespür für Anstand und Ethik und geben sich völlig ihren dunklen Impulsen hin. Diese Hemmungslosigkeit macht sie zu unberechenbaren Individuen, die ständig nach neuen Wegen suchen, ihre Gelüste zu stillen. Und das Ganze führt langfristig zu einer Pervertierung der Sinneslust. Was einst als reine Freude oder Vergnügen empfunden wurde, wird bald unzureichend und die Betroffenen wenden sich immer extremeren Mitteln zu. Das Ganze kann dann auch sehr schnell zu sadistischen Neigungen führen, da sie extreme Empfindungen suchen, die normale Freude nicht mehr bieten kann. Slaaneshs Korruption kann zur Transformation von normalen Menschen in Hedonisten führen, die ganz und gar der Suche nach Vergnügen und Ekstase verschrieben sind. Diese Individuen sind die Verkörperung von Slaaneshs Willen, ausgestattet mit übermenschlicher Schönheit und verführerischen Kräften. Sie sind in der Lage, unglaubliche Verlockungen zu bieten und andere in den Bann ihrer Lust zu ziehen. Die Dämonetten sind die furchterregenden und doch verführerischen Verkörperungen seiner Macht. Sie nutzen ihre unnatürliche Schönheit und ihre gefährlichen Klauen, um ihre Feinde zu betören und zu zerstören. Diese Wesen sind eine perfekte Mischung aus Verführung und Tod und zeigen Slaaneshs Fähigkeit, Schönheit und Schrecken zu vereinen. Die Gebiete, in denen Slaaneshs Anhänger operieren, sind oft von einer seltsamen und verführerischen Schönheit geprägt.
Die Landschaften können sich zu dekadenten Paradiesen entwickeln, in denen die Luft von betörenden Düften erfüllt ist und die Natur in übernatürlichen Farben erblüht. Diese Veränderungen spiegeln Slaaneshs Einfluss wider und machen die Umgebung zu einem sehr schönen, aber auch gefährlichen Ort. In diesen Gebieten herrscht ein Klima der ständigen Sinnesfreuden. Die Bewohner dieser Region sind oft in exzessive und dekadente Aktivitäten verwickelt und das tägliche Leben ist geprägt von der ständigen Suche nach Vergnügen und Ekstase. Diese Umwelt verstärkt die Bereitschaft der Anhänger, sich immer tiefer in Slaaneshs Einfluss zu begeben. Der Einfluss von Slaanesh führt auch oft zum Zerfall sozialer Normen und zur Entstehung von dekadenten Gesellschaften. Diese Gesellschaften basieren auf dem Prinzip der totalen Freiheit und des ungebremsten Strebens nach Vergnügung. Traditionelle soziale Bindungen und Strukturen zerfallen und die Macht liegt bei denjenigen, die in der Lage sind, die größten Freuden und Sinneswahrnehmung zu bieten. Es entwickelt sich ein regelrechter Kult der Lust, Sinnesfreuden und Ekstase werden verehrt und die Teilnahme an dekadenten Festen und Ritualen wird zu einer heiligen Pflicht. Die Menschen messen ihren Wert und ihre Ehre an ihrer Fähigkeit, immer neue und intensivere Freuden zu erleben und zu bieten. Diese dekadente Kultur fördert einen ständigen Zustand der Lust und des Exzesses, der das gesamte gesellschaftliche Leben dominiert. Und wer mehr darüber erfahren möchte, dem empfehle ich alles, was mit dem Fall der Eldari zu tun hat, denn ja, die haben so eine Gesellschaft entwickelt und daraus ist am Ende des Tages ja auch erst Slaanesh entstanden. Siedlungen und Städte, die von Slaaneshs Korruption betroffen sind, unterliegen einer starken Verführung und Dekadenz. Das tägliche Leben wird von ausschweifenden Festen dominiert und die gesamte Gesellschaft ist auf die ständige Suche nach Vergnügen ausgerichtet. Öffentliche Plätze werden zu Bühnen für extreme Darbietungen und die Stadt ist oft von luxuriösen Palästen und extravaganten Gärten geprägt. In solchen Städten sind Dämonetten oft an der Spitze der Hierarchie und führen die Bewohner in einer Welt der Lust und Vergnügung. Diese Wesen werden verehrt und gefürchtet. Ihre Schönheit dient als Inspiration und Schrecken zugleich. Ihr Einfluss prägt die Gesellschaft tiefgreifend, indem sie den Kult der Sinnesfreuden und der Ekstase fördern. Und dann gibt es ja auch noch Space Marines in den Reihen von Slaanesh. Die Emperor's Children, eine Legion der Chaos Space Marines, sind berüchtigt für ihre totale Hingabe an Slaanesh. Diese Krieger sind bekannt für ihre Suche nach Perfektion und ihre Besessenheit von Extremen in allen Aspekten ihres Lebens. Was witzig ist, weil als Loyalisten beim Imperator waren sie bei allem eher, ja, durchschnittlich. Schaut euch dazu gerne mal das Video von Bolter Blunter an. Absolute Empfehlung. Ihr Leben ist geprägt von endlosen Exzessen und der ständigen Suche nach der ultimativen Erfahrung. Sie verkörpern Slaaneshs Ideale und sind bereit, jede Form von Verführung und Verderben anzuwenden. Und neben den Chaos Space Marines gibt es zahlreiche Kultisten und Anhänger, die Slaanesh verehren. Die Kriegsführung der Einheiten von Slaanesh ist geprägt von Verführung und extremer Brutalität. Nicht so brutal wie unter Khorne, aber trotzdem sehr brutal. Die Anhänger nutzen ihre Kräfte und ihre fanatische Hingabe, um ihren Feind in ein Netz aus Lust und Tod zu fangen. Die Taktiken basieren auf der Fähigkeit der Emperor's Children, Feinde zu betören und zu zerstören, indem sie sowohl ihre Schönheit als auch ihre Grausamkeit nutzen. Und Lautstärke. Die Noise Marines haben wirklich ein geiles Design. Und ja, auch unter den Emperor's Children gibt es natürlich so einen kleinen Wettbewerb. Sie messen ihren Erfolg in der Verführung und der Zerstörung ihrer Feinde. Wer darin besser, extremer oder whatever ist, der hat auch ein bisschen mehr Ansehen in der Gesellschaft. Man kann also sagen, die Korruption durch Slaanesh ist ein intensiver und destruktiver Prozess, der sowohl physische als auch psychische Transformation umfasst. Vom ersten Verlangen nach Lust und Extrem bis zur völligen Hingabe. Das Ganze endet in einer sehr perversen Form der Sinnesfreuden und auch der Hingabe. Und diese Korruption beeinflusst nicht nur einzelne Personen, sondern auch komplette Gesellschaften und Umgebung. Für die einen klingt das doch nach einer sehr nicen Sache. Aber ich glaube, wenn man auf der ständigen Suche nach immer neuen Extremen und vor allem der Perfektion ist, kann einen das Ganze auch irgendwann in den Wahnsinn treiben. Sinch ist der Gott des Wandels, der Magie und der Intrigen. Er ist auch bekannt als der große Verhexer, Herr der Veränderungen und der Architekt des Schicksals. Er repräsentiert den ewigen Wandel und die ständige Manipulation von Macht und Wissen. Seine Anhänger suchen nach tieferem Verständnis und der Fähigkeit, Realität und Schicksal zu formen.
Diese Suche nach Wissen und Macht führt oft in eine Spirale der Intrigen und Täuschung, die sowohl Körper als auch Geist verzehrt. Sein Einfluss ist allumfassend und unvorhersehbar, da er die tiefsten Wünsche nach Wissen und Veränderung anspricht. Der Pfad der Verderbnis durch Sinch ist eine Reise durch komplexe Intrigen und übernatürliche Kräfte, die letztendlich zur völligen Transformation führen. Der Weg zur Korruption beginnt oft mit einem unstillbaren Durst nach Wissen und Macht. Diese Verlockung manifestiert sich zunächst als Wunsch, das Unbekannte zu erforschen und die Geheimnisse des Universums zu enthüllen. Individuen, die anfällig für diese Verlockung sind, fühlen sich von Sinch-Versprechen von Erkenntnis und der Fähigkeit, die Realität zu manipulieren, angezogen. Zu Beginn mag das alles subtil erscheinen. Ein Gelehrter mag nach verbotenen Schriften suchen, ein Magier nach mächtigen Zaubern oder ein Psioniker nach dem perfekten Plan, um seine Feinde zu besiegen. Diese Suche nach Wissen und Macht wird schnell zu einer Besessenheit, die alle anderen Aspekte des Lebens überschattet. Mit der Zeit wird die Suche nach Wissen und Macht intensiver. Die Betroffenen beginnen, immer dunklere und gefährlichere Mittel zu suchen, um ihre Ziele zu erreichen. Der Drang nach immer neuen und stärkeren Erkenntnissen führt, wie im Intro erwähnt, zu einer Spirale der Intrigen und des Verrats. Das Streben nach Wissen und Macht wird zur treibenden Kraft, die alle Aspekte ihres Lebens durchdringt. Und das Ganze führt dazu, dass Betroffene moralische und ethische Grenzen überschreiten. Ihr Streben nach Wissen wird zur Manipulation und Täuschung, denn sie sind bereit, jedes Mittel anzuwenden, um ihre Ziele zu erreichen. Und Sinch findet das gut und ermutigt seine Anhänger sogar, bei dieser Sache immer hemmungsloser zu werden und sämtliche Konsequenzen, die kommen könnten, einfach wegzuignorieren. Er wird sich darum schon kümmern. Sein Einfluss führt auch zu gewissen Transformationen, die sowohl faszinierend als auch beängstigend sein können. Diese Veränderungen kommen in Form von Mutationen, die von einer Aura der Macht begleitet werden. Die Haut der Betroffenen kann von arkanen Symbolen überzogen sein, ihre Augen leuchten plötzlich in unnatürlichen Farben und das Schlimmste, ihr Körper kann sich in abnormale Formen verwandeln. Während der Transformation entwickeln die Betroffenen oft auch übernatürliche Fähigkeiten, die mit psionischer Kraft einhergehen. Sie können Zauber wirken, die Realität verändern und selbst das Gefüge der Zeit manipulieren. Aus diesem Grund sind Sinch und seine Anhänger auch mit die stärksten der Chaosgötter. Sinch-Anhänger neigen dazu, sich selbst und ihre Umgebung mit magischen Artefakten und Symbolen zu versehen. Diese Obsession für arkanes Wissen und Macht ist ein Ausdruck ihrer Hingabe an Sinch und ihrer Suche nach immer neuen magischen Kräften. Die psychische Veränderungen, die durch Sinch Einfluss verursacht werden, sind tiefgreifend. Die Betroffenen werden zunehmend von einer Besessenheit nach Wissen und Macht beherrscht. Diese Besessenheit führt zu einem unstillbaren Drang, ihre Ziele zu erreichen, egal welche Konsequenzen dies haben mag. Die Anhänger sind bereit, jede Grenze zu überschreiten, um ihre Ziele zu erreichen. Sie verlieren jegliches Gespür für Anstand und Ethik und geben sich völlig ihren dunklen Impulsen hin. Das macht sie zu starken und sehr unberechenbaren Wesen. Die Gebiete, in denen Sinch-Anhänger operieren, sind oft von einer seltsamen Magie geprägt. Die Landschaften können sich zu chaotischen und unvorhersehbaren Orten entwickeln, in denen die Natur von Arkankräften durchdrungen ist und die Realität selbst instabil wird. Diese Veränderungen spielen Sinch Einfluss wider und machen die Umgebung zu einem faszinierenden, aber auch gefährlichen Ort. Die Bewohner dieser Region sind oft in komplexe Rituale und arkanes Wissen verwickelt und das tägliche Leben ist geprägt von der ständigen Suche nach neuen magischen Kräften und Erkenntnissen. Die Thousand Suns, eine Legion der Chaos Space Marines unter der Führung von Magnus dem Roten, sind berüchtigt für ihre totale Hingabe an Sinch. Diese Krieger sind bekannt für ihre Suche nach Wissen und ihrer Besessenheit von psionischer Macht. Ihr Leben ist geprägt von endlosen Intrigen und der ständigen Suche nach der ultimativen Erkenntnis. Sie verkörpern Sinch Ideale und sind bereit, jede Form von Magie und Täuschung anzuwenden. Und das spiegelt sich auch in ihrer Kriegsführung wider. Die Anhänger nutzen magische Kräfte und ihre fanatische Hingabe, um ihre Feinde in einem Netz aus Täuschung und Zerstörung zu fangen.
Diese Taktiken basieren auf der Fähigkeit der Thousand Sons, Feinde zu verwirren und zu vernichten, indem sie sowohl ihre magische Macht als auch ihre Intrigen nutzen. Neben den Marines gibt es auch noch zahlreiche Kultisten, Anhänger, Dämonen und auch wie bei den anderen Chaosgöttern Dämonenprinzen, die alle unter der Flagge von Sinj kämpfen und alles, wofür er steht, widerspiegeln und nur dafür leben. Ach ja, Sinj, für viele der stärkste Chaosgott und der, der alles irgendwie lenkt, mit einem großen Plan auch für die Zukunft von Warhammer 40k. Welcher Plan das ist, vielleicht erfahren wir es irgendwann mal, vielleicht aber auch nicht, je nachdem wie die Autoren da natürlich Bock haben. Ich muss dazu sagen, von den vier bekannten Chaosgöttern gefällt mir Sinj tatsächlich am wenigsten. Ich kann mich irgendwie mit den anderen Göttern ein bisschen mehr anfreunden. Ich hoffe aber trotzdem, dass dir das Video gefallen hat und wenn du noch zusätzliche Informationen hast, dann schreib diese sehr gerne in die Kommentare. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass sich viele Sachen, gerade auch im Vergleich zu den anderen Chaosgöttern, ähneln. Seien es die Space Marines, die Kultisten, die Gebiete und jeder Chaosgott steht halt für einen eigenen Aspekt. Sei es Krieg, das Leben, der Tod oder halt das Wissen. Doch obwohl sie sich bei so vielen Sachen so ähnlich sind und relativ gleiche Konzepte haben, könnten sie auch verschiedener nicht sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.